Moin moin miteinander und willkommen zur nächsten Folge von Black Mesa. Ja, in der letzten Folge, da haben wir, man sieht es, das eine Kühlsystem aktiviert, Kühlsystem 2. Jetzt werden wir das zweite Kühlsystem, Kühlsystem 1, ebenfalls aktivieren und dann, ja, müssen wir irgendwie hier zum Chor wahrscheinlich vordringen, ne? So wird es höchstwahrscheinlich sein. Ja. Den Hut lassen wir nochmal hier. Ich hoffe, wir kommen hierhin nochmal zurück, sonst wäre es natürlich blöd. Ich lasse ihn aber trotzdem nochmal hier. Okay. Also, Kühlsystem 2 da lang. Wir müssen zu Kühlsystem 1. Coolant System 1. Ah, dann mal los. Macht das irgendeinen Sinn? Ist hier irgendwas versteckt oder so? Sieht mir im Moment nicht danach aus. Hier ist noch irgendein Fahrstuhl. Bringt es was, den irgendwie... Naja, es blinkt, aber es passiert irgendwie nichts. Dann lassen wir es. Dann lassen wir es, nehmen wir die Treppe, die Leiter. Zwei Leichen. Drin. Alles klar. So, weiter geht's. Ladedaten. Oh, 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 oh. Ich habe da schon diese Hunde gehört. Okay, einer kaputt. Ich will da jetzt nicht einfach so reinlaufen, weil ich nämlich nur wenig Leben habe. Vielleicht hätte ich doch mal die Panzerung nehmen sollen, die ich gefunden habe. Ich habe aber leider nur auf Munition geachtet und gar nicht darauf, wie viel Leben ich noch habe.
nochmal irgendwas? Habe ich das eben richtig gesehen? Dass das Ding hier hochgezogen wurde von dem Teil? Habe ich das richtig gesehen? Will er nicht fressen, ne? Mag er nicht. Macht nix. Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, deshalb laufe ich jetzt hier nicht so planlos rum. Beziehungsweise planlos schon, aber nicht einfach so kopfüber in den Tod. Weil ich halt nicht viel Leben habe, ne? Und ein Treffer, zwei Treffer könnten bereits das Ende bedeuten. Oh, da sehe ich irgendwas. Da sehe ich Panzerung. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Wahrscheinlich muss ich hier das nach oben fahren lassen. Boah. Mal, da ist Leben. Aber irgendwie schwer zu holen. Schwer zu holen, wahrscheinlich jedenfalls. Wow. Fast reingelaufen. Auch so eine Errungenschaft, dass man hier in diesem Kühlwasser ertrinken muss. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich die haben will. Na gut, so komme ich an die Medkits nicht ran. An die, die hier drauf liegen, hier. Wenn ich runterspringe, kriege ich ja Schaden bestimmt ohne Ende. Das lohnt sich dann auch nicht. Ich könnte vielleicht hier über die Rohre. Zuck, zuck, zuck.
Wollen wir das mal probieren? Uah, nein. Jetzt muss ich ja hier runter irgendwie. Am besten ins Wasser springen, ne? Ich hoffe, ich sterbe nicht. Hat funktioniert. Wir wieder oben. Okay, Zeit, dass wir da hochgehen. Tja, Rüstung, 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 das möchte ich haben. Aber ich wette, wenn ich da bin, kommen irgendwelche Gegner. Die gibt es mit Sicherheit nicht einfach so. Ah. Au! Das wollte ich verhindern. Jedes Mal. Ich treffe jedes Mal. So. Ich vielleicht gleich machen sollen. Mein Freund, so nicht. Ach. Nicht, nicht. Oh, schaut euch das mal an. Wie gemein. Ich höre jetzt schon wieder irgendwas. Ah. Okay, kommt auch wieder hoch. Sonst wäre es blöd. Power 30%. Power 45%.
Alle Computer abgestürzt. So kennen wir das. Blue Screen. Ein bisschen Munition brauche ich im Moment nicht. Das kann ich brauchen. Noch ein bisschen Munition. Da ist immer noch dieses, die Rüstung, also die ich nicht rangekommen bin, die ist unterm Fahrstuhl. Beziehungsweise, die ist, hier drunter, ne? Okay. Whatever. Da geht es weiter, aber erst in der nächsten Folge. Ich mache hier jetzt eine kleine Pause. Ich bedanke mich fürs Zugucken und bis bald.